Hallo, mein lieber Stier. Schauen wir mal, was die Zeit vom Juni bis Dezember für dich bereithält. Ich hoffe, dir geht's gut. Schicke dir sonnige Grüße. Und jetzt geht's los. Schauen wir mal, die Hauptthematik für meinen Stier für Juni bis Dezember 2024. Schau dir gerne auch deine Jahresprognose an. Die findest du in der Playlist Jahreslegung Sternzeichen oder du schaust gerne mal in die Monatslegung für die Sternzeichen, auch für deinen Aszendenten gerne mal schauen oder Mondzeichen. Wenn du nicht weißt, was dein Aszendent oder dein Mondzeichen ist, kannst du mich gerne anschreiben, dann helfe ich dir, das für dich herauszufinden. So, los geht es. Was ist für meinen Stier das Hauptthema für die kommenden 6 Monate? Dankeschön. Langmut mit der 47. Du hast hier einen Weg, ein Ziel, was du schon sehr lange anstrebst, wo du dich vielleicht fühlst wie in einer Wüste, schon sehr lange unterwegs und auf der Suche oder schon ja, sehr, ja, mit etwas, ja, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, du fragst dich, wann bist du endlich an deinem Ziel oder wann erreichst du endlich dein Ziel? Es ist sehr anstrengend, es ist kräftezehrend, du möchtest am liebsten aufgeben, du hast keine Lust mehr, es rechnet sich nicht oder es rentiert sich nicht oder irgendwie ergibt sich nichts, ja. Der Hinweis, der hier drinnen liegt, ist, dass du halt auch in irgendeiner Sache aufgefordert bist, Geduld zu haben mit dir selber, auch mit deinem Entwicklungsprozess oder mit der Thematik, um die es hier geht. Und was ich interessanterweise finde, guck mal, er macht hier einen Satz und hier ist schon die Zielflagge. Das heißt, du bist eigentlich kurz vor dem Erreichen deines Ziels. Und du siehst, wie er hier Teile von sich loslässt. Das gibt mir einen Hinweis darauf, dass es noch irgendwas gibt, was an dir anhaftet, was du erkennen darfst und was du transzendieren darfst, verändern darfst oder loslassen darfst, damit du dich frei machst, um diesen Satz hier zu schaffen, um an dein Ziel zu kommen. Es könnten blockierende Gedankenmuster sein oder Verhaltensweisen, die dich immer wieder in alte Muster ziehen, das, was dich von deinem Glück abhält. Du bist quasi kurz davor, ja. Die 4 und die 7 gibt mir Hinweise auf das 4. Haus und das 7. Haus. Es könnte hier um familiäre Themen gehen, um Beziehungsthemen. Es könnte hier um Themen gehen der Häuslichkeit, deines Wohnortes, deiner Wohnung oder deines Hauses. Irgendetwas hast du da vor oder bist du gerade dabei zu erschaffen oder möchtest etwas in die Veränderung bringen. Da haben wir das Ass der Schwerter. Hier gilt es in irgendeiner Weise auch der Wahrheit ins Auge zu blicken und nichts zu beschönigen. Ja, das sind auch Gespräche, klärende Gespräche, die hier anstehen. Das ist, vielleicht hast du es auch mit einem Luftzeichen zu tun, dann könnte das Wassermann, Zwillinge oder Waage sein. Allgemein ist das eine Entscheidung, die hier vielleicht auch ansteht. Vielleicht bist du so sehr spannend. Ich habe heute eine Legung gemacht, die hieß, du bist nur eine Entscheidung von deinem Glück entfernt. Vielleicht schaust du dir die mal an. Die könnte für dich heute Thema sein. Irgendwie scheint diese Energie gerade im Feld zu sein und für dich sehr elementar für die kommenden 6 Monate. Schauen wir mal, was dem vorausgegangen ist. Was geht's hier? Was ist dem vorausgegangen? Die 9 der Münzen. Du hast hier irgendwas gemeistert, etwas abgeschlossen, sowas wie eine Ausbildung, ein Studium oder du hast einfach einen gewissen Entwicklungsprozess durchgemacht und bist jetzt drüber hinweg. Du bist jetzt wieder wohlauf, aber in irgendeiner Weise hast du scheinbar noch nicht. Du hast vielleicht das Gefühl, dass du oder du möchtest das gerne erreichen. Das könnte auch eine Unabhängigkeit sein in einem Bereich, finanzielle Unabhängigkeit oder emotionale Unabhängigkeit, auch mentale Unabhängigkeit. Ja, es gibt auch Menschen, die immer sehr leicht sich beeinflussen lassen von den Meinungen anderer. Ja, wenn das um berufliche Belange geht, könnte es sein, dass hier ein Impuls reinkommt, eine Information reinkommt, die für dich sehr wichtig sein könnte. Dass auch hier etwas ins Wachstum kommen kann. Hier haben wir allgemein immer das Wachstum. Aber was ich auch ganz, ganz stark reinbekomme, ist die Energie von mit sich und der Welt im Reinen sein. Etwas bereinigen, etwas klären. Ja, hier gibt es irgendetwas noch zu klären. Hier ist noch irgendwas in der Luft, was
bereinigt werden möchte. Vielleicht möchtest du dein Feld bereinigen. Vielleicht bist du deswegen auch in die Wüste gegangen, um dich loszulösen von allem. Ne? Hier ist der Gepard oder Leopard, der hier in der Wüste ist. Und das ist ja auch so die Energie von sich von allem anderen ablösen und seinen Frieden finden. Ne? Das ist so in die Weite schauen und nur mit sich sein. Auch so die Single-Energie nehme ich hier wahr. Vielleicht hast du dich entschieden oder möchtest dich entscheiden, ins Single-Leben zu gehen, das Leben als Single zu genießen und musst dazu eine Entscheidung treffen. Schauen wir mal, was hier auf dich zukommt mit dieser Entscheidung oder mit dieser Wahrheit, die du für dich erkennst. Ja, und da haben wir die Königin der Kelche. Du bist hier auf der Suche nach deinem inneren Frieden. Hier geht es ganz stark um Themen der Selbstliebe, dass du dich an allererste Stelle stellst, deine Bedürfnisse annimmst, erachtest und auch wirklich hochhältst und auch kommunizierst, ja, dass du sagst, ich brauche das und das, um mich sicher geborgen zu fühlen, dass du zu dir stehst, zu deinen Träumen auch stehst. Du hast große Träume, die du verwirklichen möchtest und das will auch gelebt werden. Die Königin der Kelche kann auch auf ein Wasserzeichen hindeuten. Da haben wir Fische, Krebs oder Skorpion oder allgemein Themen aus diesen Häusern und da geht es ganz oft um Themen des inneren Kindes, das Aufarbeiten von diesen ganzen Erlebnissen, die man in der Jugend oder als Kind oder in vorigen Leben gehabt hat, Ahnenthemen, ja, auch Themen, die mit einem Stirb- und Werdeprozess zu tun haben, wo du dich mit dir und deiner tiefen inneren Sehnsucht auseinandersetzt, mit deinen emotionalen Belastungen, dass du dich dem hingibst, das ist so die Kraft des Herzens auch, ja, dein Herz heilen, alles, was mit ja, der Entwicklung zu tun hat, der Persönlichkeitsentwicklung auf emotionaler Ebene, ja. Also du bist vielleicht vorher sehr empfänglich gewesen für die Energien anderer, sehr empfindlich, sehr sensibel. Ich möchte auch nicht sagen, dass du das jetzt nicht mehr bist, aber insofern, dass du dich auch immer eher für die Belange anderer interessiert hast, dass du für alle anderen gut gesorgt hast und dich selber hinten angestellt hast. Und das hört jetzt auf. Also das gilt jetzt hier, dich auch gut abzugrenzen, da einen klaren Schnitt zu machen und für dich in deinen Frieden zu kommen, damit du auch wieder in deine Kraft kommst. Auch darum geht es hier, weil es könnte sein, dass du hier einen Mangel an Selbstwert gelebt hast, der jetzt hier ein Ende hat und du jetzt dich hier auf den Weg machst nach deiner Erfüllung. Ich will mal in die Karte hier reinschauen, was da noch für eine Botschaft auf dich wartet. Dass du da besser reinführen kannst, ob das so dein Thema ist. Wobei ich glaube, ich habe es schon ganz gut angeschnitten. Schauen wir mal. Durchhaltevermögen, Stärke und langer Atem. Also du hast hier vielleicht in irgendeiner Weise auch einen Traum, den du dir erfüllen möchtest und musst hier aber langfristig denken. Ne? Ja, und dich eben nicht von dem Auf und Ab der Ereignisse hier entmutigen lassen. Ja, behalte hier quasi ganz klar deinen Traum im Blick. Ja, fokussiere dich auf deine Wünsche, deine Träume. Denn das Leben ist eben kein Sprint, das ist ein Marathon und das bedarf eben wirklich Ausdauer. So, was haben wir hier noch? Die Karte soll dich daran erinnern, dass du im Besitz der nötigen Kraft und Ausdauer bist, um dein Ziel zu erreichen. Ja, das sehe ich hier auf jeden Fall auch. Du hast hier wirklich alle Ressourcen zur Verfügung. Hier ist jemand, der sich wirklich etwas aufgebaut hat und der sich selber nähren kann, der gut für sich sorgt. Du bist hier wirklich all in deiner Kraft. Das sehe ich hier auch. Du bist hier auch sehr gut mit dir und deinen Emotionen und deinen Bedürfnissen verbunden und kannst dich da gut auch ja, drauf einstimmen. Ja, was dein ist, wird dir niemals vorenthalten bleiben. Vergiss das nicht. Tja, kann auch sein, dass du hier dich in einer harmonischen, stabilen Partnerschaft befindest oder auf so eine entgegentriffst. Ja, etwas, wo man dir die Wertschätzung entgegenbringt, wo man dich so wahrnimmt, wie du bist. Ne? Denn ich sagte ja, du bist hier kurz vor dem Ziel. Du gehst jetzt vielleicht gerade noch so ein bisschen durch die Höhen und Tiefen durch, aber da wartet was auf dich.
Also in gewisser Weise nehme ich auch hier so die Erneuerung eine neue Energie rein. Ne? Das Ass ist auch immer eine Chance, die einem gereicht wird. Die wird quasi das Schwert gereicht. Was kannst du mit dem Schwert machen? Du kannst dort ja im schlimmsten Fall Verletzungen zufügen, aber das würde ich dir nicht raten. Du kannst Schnüre trennen, die dich noch zurückhalten, ne? Oder an alte Energien binden. Du kannst damit der Wahrheit ins Auge blicken und wirklich die Wahrheit deiner Situation erkennen. Sowas in der Richtung nehme ich hier wahr. Okay, wenn du das Gefühl hast, das könnte hier deine Legung sein. Achso, was haben wir denn? 7 und 4 sind wir bei der 11. Die 11. Karte in der großen Arkana ist, warte mal, das ist die Löwe-Karte. Da geht es um deine Stärke, um deine Power. Ja, die hast du auf jeden Fall. Das hatten wir ja eben schon gesagt. Ansonsten sind wir hier auch mit der Elf im 11. Haus. Da geht es um Freunde, Freundschaften, Gleichgesinnte, Wahlverwandtschaften, aber auch einer Zukunftsvision, die du hier in irgendeiner Weise hast. Also vielleicht hast du hier ein neues Ziel, was du erreichen möchtest, einen Traum, einen Herzenswunsch, den du dir jetzt hier quasi erfüllen könntest mit einer klaren Entscheidung. Okay, ich gehe jetzt in die weiterführende Legung. Wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du in die Mitgliedschaft reinhüpfst. Ganz wichtig, ich habe es immer wieder gesagt, aber ich sage es jetzt mal nochmal. Stufe 2 in der Stufe Soul Family Fans stehen dir alle Extendeds uneingeschränkt zur Verfügung, auch für die anderen Sternzeichenlegungen, auch für jeglichen Zeitraum, kannst es dir dort so oft angucken, wie du möchtest. Und ab und zu haue ich auch mal ein Video rein, was nur für die Mitglieder ist. Ja, das bekommst du dann auch in der Stufe 2. So, ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Wenn es dir soweit schon mal einen hilfreichen Impuls geben konnte für die kommenden 6 Monate, dann danke ich dir für deinen Daumen hoch, für dein liebes Kommentar. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann lass gerne ein Abo da. Das ist in jedem Fall kostenfrei. Und betätige auch die Glocke, damit du informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Das würde mir alles sehr helfen, damit noch mehr Menschen meinen Kanal vorgeschlagen werden, also der Kanal noch mehr Menschen vorgeschlagen wird. Und ja, ich danke dir tausendmal, hab eine wunderschöne Zeit und ich freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.